Das, was wir auf den Teller bringen möchten, das ist eigentlich ein Bewusstsein für das, was man isst. Die Berge sind für mich sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch durch die topografischen Lagen ganz spannende Lebensmittel haben, die wachsen. Seien das jetzt verschiedene Gewürze oder halt auch Wildpflanzen. Ich gehe viel in den Berg, in den Wald auch. Oder eben halt einfach die Landwirtschaft, die wir in den Bergen haben, die natürlich sich ganz klar abgrenzt von dem, was im Tal ist. Ja, also der Begriff Naturköchin, der ist eigentlich mit den Jahren entstanden. Den habe ich mir noch nicht selber ausgesucht. Der ist einfach so an mich herangeflogen und ich kann mich eigentlich sehr gut damit identifizieren, weil ich finde, es ist eigentlich das, was wir auf den Teller bringen möchten. Das ist eigentlich ein Bewusstsein für das, was man isst. Also wir nennen unsere Essen auch Esswahrnehmung. Das heißt, man nimmt wahr, was eigentlich alles auf dem Teller ist und in der Umgebung. Und ich finde, für mich ist dieser Weg sehr stimmig, weil ich möchte den Gästen, unseren Kunden ehrlich sagen können, woher das kommt und warum wir es auf dem Teller haben. Also wir haben eine unglaublich schöne Biodiversität, nur schon im Kanton Graubünden und generell in den Alpen. Und die dürfen wir auch nutzen. Also das heißt, jetzt bei uns, wir verzichten eigentlich bewusst auf alles, was ferner ist als im alpinen Raum. Das heißt, kein Pfeffer, kein Zimt, keine Nelken, keine Schokolade, kein Kaffee am Schluss. Und wir möchten eigentlich aufzeigen, dass es so eine große Vielfalt gibt, dass man eigentlich da aus dem schöpfen kann. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag leiste zu einem anderen Bewusstsein, wie die Natur funktioniert in den Bergen und auch eigentlich eine Art Dankbarkeit dem ganzen Ökosystem gegenüber, weil es eigentlich wichtig ist, dass man mit Aufmerksamkeit durch die Natur geht.